Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept für Gemüseeintopf mit Lammfleisch. Ich habe hier eine Zucchini teilweise geschält und in kleine Stücke geschnitten, eine Aubergine teilweise geschält, in Salz und Zitronenwasser eingelegt, so circa 10 Minuten und klein geschnitten. Eine Peperoni, auch klein geschnitten. Ich habe hier drei Kartoffeln, die werde ich auch klein schneiden. 300 bis 400 Gramm Schneidebohnen, eine große Zwiebel, eine Zehe Knoblauch in Scheiben geschnitten, Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Dann habe ich hier ca. 1 Esslöffel Tomatenmark und 1 Esslöffel Paprikamark. Und Olivenöl zum Anbraten und natürlich Lammfleisch, so ca. 300 bis 400 Gramm klein geschnitten. So, nun kommen die Schneidebohnen hinein, weil die lange brauchen. Mache den Deckel zu und lasse das Ganze so ca. 15 bis 20 Minuten garen. Aber bei schwacher Hitze. So, nun gebe ich die Kartoffeln noch mit hinein. Und die Peperonis auch. Die Zucchinis und die Auberginen kommen ganz zum Schluss rein, weil sie ganz schnell gar werden. Gebe jetzt meinen Paprikamark und Tomatenmark noch mit hinein. Schmeckt das mit Salz, Blattpaprika und Pfeffer ab. Mache wieder den Deckel zu und lasse das nochmal für 15 Minuten anbraten. So, zum Schluss kommen die Auberginen und die Zucchinis rein. Gebe jetzt kochen das Wasser drüber, bis das Ganze abgedeckt ist. Und lasse das Ganze bei schwacher Hitze 30 bis 45 Minuten köcheln. Nach ca. einer halben Stunde, das ganze Gemüse ist gar geworden. Jetzt kann ich meinen Herd ausmachen und es ziehen lassen, ca. 5 bis 10 Minuten. So sieht das dann serviert aus. An kalten Tagen braucht der Körper etwas Warmes und das ist sehr gut geeignet für kalte Tage. Ich werde euch jetzt die nächsten Tage ein paar Rezepte für Winter geben. Dazu könnt ihr dann natürlich Fladenbrot servieren oder einen Reis machen. Und alle, die kein Fleisch essen, können das auch ohne Fleisch machen. Das schmeckt auch ohne Fleisch sehr gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.